Die Präastronautika, darunter Erich von Däniken, Walter Jörg Langbein und viele weitere, erforschen seit über 50 Jahren alte Schriften und Überlieferungen nach möglichen Spuren außerirdischer Besucher in der Weltgeschichte. Sie interpretieren diese Überlieferungen wie religiöse Texte ganz neu und beziehen unser modernes, technologisches Wissen mit ein. Das Austauschen von Begriffen wie Gott, Engel und Himmelswagen durch Außerirdischer und Mutterschiff eröffnet neue Sichtweisen. Dabei kommen die Präastronautikforscher auf unfassbaren Schlussfolgerungen und sehen gewisse Überlieferungen als mögliche Beweise für Kontakte der fünften Art in unserer Vergangenheit. Eine weitere Schlussfolgerung ist, dass kein echter, immaterieller Gott, wie in der Bibel beschrieben, einen Himmelswagen braucht, um auf die Erde zu gelangen. Welche Widersprüche lassen sich noch in der Bibel finden? Heute schauen wir uns die Lot- und Sodom-Überlieferung genauer an. Der bekannte Buchautor und Bibelforscher Walter Jörg Langbein, der sich seit über 30 Jahren mit der Präastronautik beschäftigt, hat nun exklusiv für Mystische Fakten seine Ansichten zu der Lot- und Sodom-Überlieferung mitgeteilt. Nach aktuellen Meldungen wurde die antike Stadt Sodom durch einen Meteoriteneinschlag zerstört. Und könnten vielleicht Außerirdische diesen Meteoriteneinschlag verursacht haben? Uns wird bis heute in der Ansicht der Religion immer vermittelt, dass Gott allmächtig, allwissend und unfehlbar sei. Doch man muss kein Religionswissenschaftler sein, um auf die offensichtlichen Widersprüche in den Bibeltexten und besonders in der Lot- und Sodom-Überlieferung zu stoßen. Vielen wird die biblische Erzählung über Lot und Sodom bekannt sein. Hier ein kurzer Überblick. Laut Bibel zerstörte Gott die beiden biblischen Städte Sodom und Gomorra, weil die Bewohner ein ausschweifendes Leben führten. Sodom und Gomorra waren zwei Städte in der Nähe des Toten Meeres, die in vorchristlicher Zeit ins Visier von Gott gerieten. So erzählte es das Alte Testament im ersten Buch Mose. In den Augen von Gott führten sie ein sündiges und sexuell ausschweifendes Leben. Das passte Gott nicht, und um den Sachverhalt zu klären, besuchte er in Gestalt von drei Engeln Abraham. Gott verriet Abraham, er wolle die beiden Städte zerstören, falls die Bewohner sich tatsächlich so verwerflich und sündig verhielten. Abraham fragte Gott, ob er wirklich beide Städte und alle Bewohner vernichten wolle, Unschuldige wie Schuldige. Abrahams Einwand stimmte Gott nachdenklich. Gott entschied schließlich, falls sich in Sodom 10 Anständige finden ließen, verschone er die Stadt. Um dies herauszufinden, schickte Gott zwei Engel zu Lot, dem Neffen von Abraham, der in Sodom lebte. Lot beherbergte die beiden himmlischen Wesen, die von den Einwohnern aus Sodom als Auswärtige betrachtet wurden. Die aufgebrachte Meute verlangte von Lot die Herausgabe der beiden Gäste. Schließlich endete dann die Suche nach 10 anständigen und gottesfürchtigen Sodomitern erfolglos, weshalb Gott seine Drohung wahrmachte. Um Lot und seine Familie zu retten, schafften die beiden Engel sie aus der Stadt. Sie warnten, auf keinen Fall zurückzuschauen, wenn Gott Schwefel und Feuer auf Sodom und Gomorra herabregnen lasse. Doch Lots Frau konnte der Versuchung nicht widerstehen, sich umzudrehen und auf die brennende Stadt zu schauen. Augenblicklich erstarrte sie zur Salzsäule. In diesem Fall ist für Präastronautiker die entscheidende Frage, warum Gott in Gestalt von drei Engeln auf die Erde kam und dann so viele Leute tötete. Als allwissender Gott hätte er es doch selbst feststellen können, ob die Menschen ein sündiges Leben führten. Warum besuchte er Abraham und Lot auf der Erde und warnte sie vor der Zerstörung? Warum auch so eine umständliche Kontaktaufnahme? Eine geistige Kommunikation wäre doch viel effizienter gewesen. Und die Engel, sie suchten nach 10 reinen Menschen, doch Gott hätte es doch vom Himmel aus erkennen können. Vielleicht war dieser Gott nicht allwissend und allmächtig und gar kein Gott im Sinne der heutigen Theologen. Somit wird es wahrscheinlicher, dass dieser Gott den Menschen viel näher kam. Dennoch scheint er mehr Macht, mehr Wissen und mehr Einfluss als die Menschen gehabt zu haben. Ist er am Ende ein physisches Wesen, vielleicht ein Außerirdischer? Warum rettete Gott Abraham und Lot? Um ihre himmlische Herkunft zu verstehen, schauen wir uns mal den Stammbaum an.
Nach dem Buch Genesis war Lot der Sohn von Haran. Haran und Abraham waren Brüder. Lots Vater Haran und sein Onkel Abraham stammen von Terach ab, die er mit 70 zeugte. Dieser ist ein Nachfahre von Noah, der die Sintflut überlebte. Noahs Vater ist Lamech. Er nahm sich zwei Frauen und wurde damit zum ersten in der Bibel erwähnten Polygamisten. Kain, der Vater von Lamech, ist nach dem ersten Buch Mose der erste Sohn von Adam und Eva. Adam und Eva waren nach der biblischen Erzählung im ersten Mose das erste erschaffene Menschenpaar von Gott. War dies der Grund, warum Gott zu Abraham und Lot ging und sie warnte? Weil Abraham und Lot direkt aus dieser göttlichen Linie entstammen? Aus einer außerirdischen? Die Präastronautiker sagen ja, denn dafür spricht auch das überlieferte, unnatürliche Alter der Vorfahren. Überliefert ist das Alter von Terach mit 205 Jahren. Nach der Erzeugung Terachs lebte sein Vater Nahor noch 119 Jahre. Noahs Lebensalter ist mit 950 Jahren angegeben, Lamech mit 777 und Adam mit 930 Jahren. In Genesis 6, 1-4 begrenzt Gott dann die Lebenszeit schließlich auf 120 Jahre. Kann es sein, dass dieses unnatürliche Alter ein Ergebnis eines außerirdischen genetischen Eingriffes ist? Manche Präastronautiker sehen hier den Beweis eines genetischen Eingriffes des Protomenschen. Denn dieser beschriebene Gott muss ein physischer Gott gewesen sein, ein übernatürliches Wesen, welches aus dem Himmel stieg und das menschliche Genom manipulierte. Dies erkläre die Anomalien in der Menschheitsgeschichte und somit auch die unnatürliche Lebensspanne. Abrahams Reise in den Himmel im Kapitel 15 ist ein weiteres interessantes Beispiel für Kontakte der fünften Art. Da gab es Rauch, Rauch wie aus einem Ofen. Die Engel stiegen von des rauchenden Ofens Spitze auf. Mich nahm der Engel an der rechten Hand und setzte mich der Taube auf den rechten Flügel. Er selbst setzte sich der Turteltaube auf der linken. So trug er mich bis an der Feuerflamme Grenzen. Dann stiegen wir hinauf, so wie mit vielen Winden, zum Himmel, der da an dem Firmament befestigt war. Dort erblickte er eine große Schar von mächtigen Gestalten, die Worte rufen, wie ich sie nicht kannte. Walter Jörg Langbein, der bekannte Sachbuchautor und Präastronautiker, offenbarte neulich für Mystische Fakten seine Überzeugung. Meine Überzeugung. In grauer Vorzeit kamen außerirdische Besucher zur Erde. Wenn die in ihren Vehikel landeten oder starteten, dann müssten das in den Augen der Menschen Götter sein. Die unverstandene Technologie der vorzeitlichen Besucher wurde von den damaligen Menschen als Zeichen göttlicher Allmacht gedeutet. Berichte von Landungen der Himmlischen wurden überliefert und schließlich in heiligen Büchern aufgenommen. Das gilt auch für Sodom und Gomorra. Die Schilderung in der Bibel basiert meiner Meinung nach auf älteren Überlieferungen, in denen es um den Einsatz der göttlichen Waffe ging. Das muss nicht heißen, dass die biblischen Städte atomar vernichtet wurden, wohl aber, dass es solche Überlieferungen gab. Doch nun haben Archäologen sogar Hinweise entdeckt, dass vor 3650 Jahren ein Meteor über den Jordantal explodierte und dass dieses biblische Feuer real gewesen sein könnte. Könnten vielleicht Außerirdische diesen Meteoriteneinschlag verursacht haben und lassen sich dazu Spuren finden? Sid Mitra von der East Carolina University und das Team spekulieren darüber, dass Augenzeugenberichte dieser 3600 Jahre alten Katastrophe in mündlichen Überlieferungen weitergegeben worden sein könnte, bis er dann in die biblischen Schriften aufgenommen wurde. Immerhin passte sowohl die Geschichte der fallenden Mauern von Jericho in diesem Szenario, als auch die Zerstörung einer mächtigen Stadt, die in der Bibel als Sodom genannt wird, sagte Mitra. Tal el Hammam, Jericho und die anderen Siedlungen in diesem Teil des Jordantals wurden um etwa 1650 vor Christus zerstört, alle zur gleichen Zeit. Ausgrabungen zeigen weitreichende Zerstörung von Gebäuden und Mauern sowie Spuren von heftigen Bränden, darunter eine 1,5 Meter dicke Schicht aus verkohltem Material und Asche. Die Städte und ihr Umland blieben nach diesen Bränden offenbar mehrere Jahrhunderte lang verlassen. Das einst dicht besiedelte Gebiet wurde nur noch vereinzelt von nomadischen Hirten besucht. Die Analysen der Forscher ergaben Überraschendes.
Die Keramik und Ziegelreste müssen auf mehr als 1400 Grad erhitzt worden sein, um ihre Oberfläche schmelzen und verglasen zu lassen. Darüber hinaus erhielten viele verglasten Fundstücke aus Tal el Hammam winzige Körnchen aus geschmolzenem Quarz, Platin, Zirkon und Iridium. Elemente, die erst bei 1500 bis 2500 Grad schmelzen, wie das Team berichtete. Diese Belege für ein Hochtemperaturbrennen wurde im gesamten Stadtgebiet gefunden. Aber zur damaligen Zeit gab es keine Technologie, mit der die Menschen so ein heißes Feuer hätten entfachen können, erklärt Co-Autor Sid Mitra von der East Carolina University. Hinzu kommt eine weitere Anomalie. In den verkohlten Ablagerungen stießen die Forscher auf geschockten Quarz- und diamantenähnlichen Kohlenstoff-Nanokristalle, die beide nur unter sehr hohem Druck und bei starken Schockwellen entstehen. Auffallend war zudem, dass bei dem Ereignis nahezu alle Trümmern und eingestürzte Mauern in Richtung Nordosten gefallen oder geweht worden waren. Innerhalb kürzester Zeit muss eine von Trümmern erfüllte Schockwelle mit hoher Geschwindigkeit von Südwesten über die Lehmziegelmauern der Stadt hinweg gerast sein, beschrieben die Forscher das Szenario. Die Mauernkronen und Dächer wurden dabei pulverisiert oder geschmolzen. Nach Ansicht des Forschungsteams bleibt damit nur eine Ursache übrig, die Explosion eines Meteoriten. Doch dieser Meteoriteneinschlag war nach den Forschern außergewöhnlich heiß. Und könnte das ein Zeichen dafür sein, dass diese Hitze künstlich durch einen beschleunigten Meteoriten verursacht wurde? Vielleicht absichtlich von den damals als göttlich angesehenen Außerirdischen? Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir gerne in den Kommentaren.